Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe mit 13 Jahren begonnen mit Heroin, Marihuana und Alkohol mit 11 Jahren. Ich nahm 3 Jahre lang Heroin und mit 16 Jahren bin ich ins Substitutionsprogramm gekommen. Seitdem habe ich bis jetzt 8 Jahre lang Substitol in der Menge von 520 Milligramm Substitol genommen. Über einen Freund bin ich auf diese Klinik gekommen. Ich habe schwere Entzugserscheinungen gehabt, weil ich kein Substitol hatte. Ich hatte Krämpfe und Schmerzen im ganzen Körper. Während dieser Behandlung hatte ich nur leichte Schmerzen und am meisten in den Beinen. Psychisch fühlte ich mich gut. Ich hatte kein Verlangen nach der Droge. Meine Stimmung war meistens sehr gut. Jetzt, wo die Behandlung zu Ende ist, fühle ich mich gut und habe auch jetzt kein Verlangen nach irgendwelchen Drogen.